Für die Kim gibt es Physiotherapie jeden Morgen, also die muss die Hinterhand belasten. Ja, und da mit Leckerli natürlich bleiben wir auch da stehen. Das kräftigt quasi die Muskulatur der Hinterhand. Und weil wir nicht alleine sind, machen sie gleich alle mit hier. Nicht alle. Bei den Minusgraden gibt es auch jemanden, der im Bett liegt, na, ganz eingepackt. Und das macht die Kim Kim. Macht sie fein, bleibt sie fein stehen. Und wir haben den Kreuzbandriss, haben wir so alternativ in den Griff gekriegt. Mit Orthese, speziellen Übungen, auf Empfehlung einer ganz lieben Physiotherapeutin, weil das ist nicht mein Fach. Aber es funktioniert und die Kim hat wieder eine fast stabile Hinterhand. Und mit 11 Jahren ist das eine gute Alternative zu einer OP.